Einen guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen. Na, wie geht's euch heute? Frisch, munter, ausgeschlafen, vital und freut ihr euch schon auf unsere gemeinsame Bewegungseinheit? Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich in einen Tag und zwar mit einer klassischen Übung. Man kennt es vielleicht noch von früher. Wir gehen einmal in die Position, dass wir schulterbreit stehen und jetzt probieren wir mal, dass wir uns hier bewegen mit einer Hand zur anderen, also mit einer Hand zum Knie, linke Hand, rechtes Knie und umgekehrt und dann bewegen wir uns immer weiter runter, so gut es geht. Wir fangen da mal an und die ganz Guten können natürlich dann schon weiter runter bis zu den Fußspitzen. Eine klassische Aufwärmübung, wie wir sie von früher kennen. Können sollten wir diese auch und kennen ebenso. Ja, da wärmen wir gleich mal richtig auf, damit wir in Schwung kommen. Wichtig, wie auch immer, ist natürlich, bitte fangt einmal klein an, schaut einmal, wie es euch geht und dann immer weiter nach unten. Jeder ist für sich bitte auch selber verantwortlich und das immer auch gleich bei den Sicherheitshinweisen. Das heißt die Eigenverantwortung, denn ihr merkt ihr oder spürt ihr am besten, wie weit es geht. Ja? Also darauf achten. Natürlich wollen wir uns verbessern. Das heißt, wir probieren natürlich auch uns hier zu steigern. Das heißt, wir fangen da an, gehen dann weiter runter, können auch dynamischer werden. Dann sollte es Einschränkungen oder Problemchen geben, die bitte abzuklären und auch wenn Sie in therapeutischer Behandlung seid, sprecht das bitte mit euren Therapeuten ab. Ja. Und da gehen wir noch rechts, links. Da kommt der Schwung, da kommt die Dynamik hinein. Mit Sonnenschein das Ganze hätte hier aus dem schönen Vorarlberg Bildstein. Herrlich. Super. Okay, wir kommen wieder langsam nach oben. Langsam schütteln kurz aus. Nächste Übung. Wir probieren einmal hier anzufersen. Probiert einmal nur am Stand jetzt hier anzufersen, rechts, links. Und dann können wir uns schon ein bisschen bewegen von einer auf die andere Seite. Aha. Und währenddessen wir das jetzt tun, schauen wir uns unsere Fotos an, die wir bekommen haben. Die Maria hat mir ein Bild geschickt von ihrem Gatten, den sie jetzt auch motivieren konnte, der jeden Tag mittrainiert. Naja, den sehen wir gerade. Also es kommen Tag für Tag mehr und mehr dazu. Und wenn sie einmal Blut geleckt haben, dann ist das schon fast praktisch wie ein leichtes Suchtverhalten. So, nächster Step. Wir probieren unsere Fersen mit den Fingerspitzen zu berühren. Können da auch dynamischer werden. Mit mehr Power. Jawohl, sehr gut. Zack, und dann können wir eine Hand auch wegstrecken. Rechts, links. So, dann haben wir die Theresia. Die hat mir ein Bild gesendet von ihrem Enkel, den Clemens. Der hat einen Riesenspaß dabei. Das heißt, diese Übungen sind für jung und alt, für alle. Ja, es ist gut für uns, mit Bewegung in den Tag zu starten. So, und jetzt probieren wir ja, diagonal. Ja, schaut mal, auch da langsam anfangen, rechts, links, andere Seiten. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, und das Schöne ist, auch hier im Bildstein, da haben wir zwei Damen, die heute da sind und die Sumsi, die von meinem Gesicht da rum fliegt. Ja, und jetzt probiert es einmal kurz stabilisieren und wieder weiter. Zack, und jetzt die andere Seite. Stabilisieren und weiter geht's. Sehr gut. So, und dann haben wir noch die Verena aus der Südsteiermark. Die hat mir geschickt, dass ihre Mutter die Waldtraut jeden Tag mitturnt und auch die ganze Familie das mittlerweile tut, weil die schauen es dann jeden Tag in der ORF-TV-Tag. Okay, wir kommen zum Stillstand. So, jetzt tun wir was ein bisschen für unsere Lendenwirbelsäule. Und zwar greifen wir da oben hin, da wo das Knochen ist. Und jetzt bewegen wir uns nach vor und zurück. Probiert einmal wirklich kleine Bewegungen zu machen. Weil wenn man zu weit geht, das spürt man dann gleich. Ja? Da müssen wir erst mobilisieren. Also nach vor, zurück. Und wie gesagt, die Waldtraut turnt, die ganze Familie dann am Abend in der ORF-TV-Tag. Auch das ein Tipp von mir, mal reinschauen. Und ja, und was auch wichtig ist, sagt mir die Regisseurin gerade, bitte, wenn ihr Fotos macht, macht das im Querformat. Das ist die Profi-Variante und ich weiß, ihr könnt das, dann tun wir uns auch ein bisschen leichter. Apropos Videos. Wären auch wieder cool. Fotos, bitte schickt diese an fitmitphilipp@orf.at. Ich komme jetzt noch einmal zu euch. Ja. Und als letztes Bild haben wir einen
ehemaligen Olympiasportler, 2000 in Sydney, fünfter auf der Bahn, Werner Riedenbauer mit seinen beiden Neffen, Simon und Jakob, glaube ich. Ja. Auch der turnt jeden Tag mit, also auch ehemalige Profisportler sind hier mit dabei. Ne? Wenn das nicht Motivation ist, dann frage ich mich. Gut, wir kommen wieder zu unserer klassischen Position, Beine leicht abgewinkelt und beginnen jetzt einmal zunächst einmal zu verwurzeln mit unserem Standbein, in meinem Fall ist es das linke. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und sobald wir das getan haben, lösen wir aus. Und jetzt da schwingen wir ganz locker mal mit dem Bein von vorne nach hinten. Ganz locker schwingen. Ihr macht es einmal. Ja. Und jetzt wird er mal ein bisschen größer von der Bewegung her. Da können wir auch die Arme dazu nehmen. Ja, da schwingen wir. Genau. Richtig schön mobilisieren. Ihr macht bitte weiter, ich stelle mich mal seitlich hin, zeige euch was. Für die, die gestern nicht mit dabei waren, gebe mir die Hand daher. Ja. Somit mache ich euch sichtbar die Mobilisation der Hüfte. Schaut her mal, seht ihr das mit der Hand? Ja. Und genau mit diesen Übungen können wir Wehwehchen vorbeugen und natürlich Menschen, welche da sind, das lindern. So, und für die Dynamischen, dann nehmen wir die Arme dazu. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen mehr austarieren. Hoppala, seht ihr, mit unserem Standbein. Und da schwingen wir. Vor, zurück. Sehr gut. Bin schon gespannt, wie es dem Werner Riedenbauer heute wieder geht. Er macht ja wieder mit, währenddessen wir zum anderen Bein kommen. So, wieder verwurzeln. Ja. Erst dann auslösen und einmal mit ganz kleinen Bewegungen beginnen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann bitte nehmt euch einen Sessel her. Stellt euch zu einer Wand, wie auch immer, wo ihr euch ein bisschen abstützen könnt. Bein leicht abgewinkelt. Körperspannung, die brauchen wir. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und dann werden wir schon größer. Die, die es können, können gleich mal ordentlich mitschwingen. Bein schwingen, vor, zurück. Wir mobilisieren da unsere Hüfte. Sehr gut. Und damit ja, simulieren ja auch die Fußballer, die, die schon länger mit dabei sind, wissen das, im Warm-up den Schuss, ja, damit sie richtig schnell aufkommen sollen. So. Genau, vor, zurück. Also aufwärmen, immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und in der kleinen Bewegungsgröße beginnen. Nicht gleich mit der großen Variante. Ja? Also, Valentino Rossi ist ja auch nicht gleich auf die MotoGP gestiegen. Ja? Sondern zuerst bei der 125 hat er begonnen. So, wir kommen zur Mitte. Jetzt wechseln wir wieder das Bein. Und zwar, wir schwenken oder schwingen vor unserem Körper. Auch da mobilisieren wir. Aufpassen wieder, Körperspannung ist da, genau, Atmung, aufrecht und wenn wir nach vorn blicken, nicht nach unten, wird es noch um eine Nuance schwieriger. Ja, und wenn ihr eine Matte zu Hause habt und sagt, es ist mir schon zu leicht, dann stellt sich auf eine Matte drauf oder nehmt diese doppelt, dann wird es noch kippeliger. Das heißt, nach Steigerungen nach oben haben wir noch genügend Möglichkeiten und wir merken hier, wir müssen mit der Fußsohle Außenrand und Innenseite müssen wir immer wieder austarieren. Also das heißt, wir kräftigen damit auch unsere Fußgelenke. Ja? Richtig schöne große Bewegungen, damit simulieren wir den Pass. Apropos Pass, ich glaube, der Lars hat gestern ganz gut gespürt, gell? Ja? So, anderes Bein, auch da wieder nach vor. So, jetzt lösen wir wieder aus. Kleine Bewegungsgröße. Ja, weil wenn das die Kicker nicht machen beim Aufwärmen, und dann machen die den ersten Pass oder den ersten Schuss, da kann es dann schon zu Verletzungen kommen und die Physiotherapeuten freuen sich wieder über die Arbeit. Wir schwingen. Genau. Damit wir richtig aufgewärmt sind für unsere nächste Übung. Rechts, links, nehmen wir die Arme mit. Sehr gut. Okay, wir schütteln aus. Wir brauchen wieder unser anderes Bein. Ja, geht's? Okay, also wieder verwurzeln. Dann Kniehub, abspreizen, anziehen, abstellen. Ja? Also Kniehub, abspreizen, anziehen. Andere Seite, das machen wir jetzt im Wechsel. Arme rechts, Arme links. Ja? Damit kräftigen wir hier vorne, denen hinten. Dann kräftigen wir hier auf der Außenseite, denen innen wieder zurück. Also auch da ist für die Mobilität gesorgt. Das ist jetzt eh. Heute habe ich auch ein bisschen da ein leichtes Problemchen mit dem Gleichgewicht, vor allem auf diesem Rasen. Das ist halt kein Stadion. Ja, jetzt geht's. Und dann kommt man schon rein. Sehr schön. Und
Wenn es nur so geht, in kleinen Bewegungen, ja, so gut es geht, jeder für sich. Zack, aufmachen, wieder abstellen oder weiter nach oben. Ja, schau wieder zurück. Und andere Seite. Zack. Und einmal noch links. So, und das Gleiche machen wir jetzt mit Anfersen, also mit Beugen. Ja? Das heißt, wir beugen, abspreizen, anziehen, abstellen. Beugen, abspreizen, anziehen. Ja? Gut. So, und da auch wieder im Wechsel. So, abstellen und wieder zurück. Ja, andere Seite. Zack, genau. Sehr gut macht sie das. Ja. Also heute geht es hier bei uns um die Hüftmobilität, aber gleichzeitig natürlich koordinative Einheit und Gleichgewicht trainieren wir auch. Und gerade im Gleichgewicht haben ja viele ältere Menschen immer wieder so ihre Problemchen und die schreiben mir dann oder sagen mir, du, es ist wesentlich besser geworden. Also ihr seht, man merkt irgendwann schon die Fortschritte, wenn man da fleißig mitmacht. So, einmal noch. Andere Seite. Okay, wir schütteln aus. Wir nehmen uns jetzt ein Utensil, Ende der Wasserflasche. Ich habe zum Beispiel jetzt hier feuchte Abschminktücher, irgendwas, was ihr findet. Ja, hüftbreiter Stand und jetzt geben wir dieses Teil um unseren Körper herum und mobilisieren gleichzeitig auch unsere Hüfte. Ja, das macht es einmal. Apropos Abschminktücher. Die hat mir meine Visagistin heute gegeben, sagt, Philipp, schau, halt neue Abschminktücher. Und dann haben wir geschaut, waren es keine Abschminktücher, sondern feuchtes WC-Papier. Also hat sie gesagt, du, bei deinem Gesicht ist wurscht, ja, da geht das auch. Ja. So, genau. Da bewegen wir uns einmal, sehr gut. Da machen wir mal, muss ich einmal hier. Ja. Aufpassen, ja, zack, dass man da nicht den Oberkörper irgendwie so bewegen, sondern nur hier kommt die Bewegung. Sehr gut. Zack. Ja, da drüben auch gerade ein bisschen schwer, genau. Koordinativ die Geschichte. Ja. Super macht sie das. Okay. Wir schütteln kurz aus. Jetzt werden wir ein bisschen breiter mit dem Stand. Und jetzt geben wir unser Utensil unter unseren Oberschenkel, sprich bei der Kniekehle geben wir durch, von rechts nach links. Auch das ist die kleine Bewegungsgröße. So fangen wir an. Und werden dann natürlich größer, für die dort, wo es geht. So. Genau, so. Und da bringen wir jetzt Dynamik rein. Mit dem feuchten WC-Papier. Sehr schön. Ja, super macht ihr das. Und ausgezeichnet. Und jetzt ganz, die ganz guten probieren knapp über den Boden das drüber fliegen zu lassen. Und jetzt kommen wir bei der nächsten Bewegung nach oben. Weiter rauf. Ja. Okay, wir nehmen uns unser Ziel nach wie vor. Nächste Übung. Wir geben es unten durch. Anderes Bein. Rechts, links. Genau, so. Große Kreise. Zack. Zack. Und jetzt einmal, probiert einmal. Nur zu stehen, diagonale stabilisieren, 3, 2, 1 und wir geben es wieder durch. Zack, andere Seite, auch da wieder, 3, 2, 1, da brauchen wir die Körperspannung, die brauchen wir richtig große Kreise dazu machen. Gehen wir durch, jawohl. Und einmal noch hier auf der rechten Seite stabilisieren, da merkt man, es wackelt ein bisschen, aber wenn es wackelt, wissen wir trainieren noch richtig gut. Zack, auch da wieder stabilisieren, kurz halten, 3, 2, 1 und einmal noch durch, einmal noch groß, genau, super. WC-Papier gehen wir weg, nächste Position, hüftbreiter Stand, ja, Knie leicht aufgewinkelt, Arme nach vorne, unsere Bauchübung, zack, 1, 2 und da schaut drauf, dass ihr richtig tolle Körperspannung habt, ja, mal kommen wir zur Mitte. Wenn man das gescheit macht, drehen wir mal zur Seite, also aufrecht, zack. Merkt man schön, seitliche Bauchmuskulatur, auch in der Mitte. Und atmen. Komm wieder zu euch.
Aber auch der Bauch sollte gekräftigt werden. Spürt's mir was? Ja, Körperspannung, ganz wichtig. Noch 2, 1, 2. Okay. Puh, schütteln wir aus. Nächste Übung, wir kommen jetzt zum Dehnen. Die Cooldown-Phase, immer sehr wichtig, nachdem wir uns körperlich betätigt haben. Wir nehmen unsere Hand, greifen mit der Hand auf unseren Ellbogen, ziehen einmal daher. Die Sumse ist schon wieder da. Atmen. Dehnen. Wechseln. Andere Seite. Genau, da spielen wir schön die Dehnung da in dem Bereich. Atmen. Genießt die Energie. Ja, spürt, wie gut es eurem Körper tut. Nächste Übung, wir greifen nach hinten in unser Rucksack hinein, wo wir was haben. So, und jetzt drücken wir danach, dehnen da. Auch da atmen wir. Ja, dehnen, nach hinten greifen. Wir nehmen die andere Hand, auch da noch einmal nach unten. Richtig schön merken, wie die Dehnung immer besser wird. Wir drücken nach. Lächeln aufsetzen. Wir schütteln kurz aus. Gehen einmal mit den Armen nach oben. Strecken uns richtig schön durch. Atmen ein. Arme nochmal nach hinten, öffnen vorne. Atmen ein, atmen aus. War das herrlich. Also schön, dass ihr mit dabei wart. Ganz wichtig, trinken. Warum? Denn die Zelle, die soll schwimmen. Ganz wichtig sind aber auch Mineralien, die da drinnen sind, nicht nur Wasser. Ich freue mich schon auf morgen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und wisst ihr, fit und gesund bleiben.